Damit herzlich willkommen in Okinawa! Yay! Ich habe jetzt Ferien, wie ein paar von euch vielleicht mitbekommen haben. Und wie ich vielleicht schon mal erwähnt habe, habe ich ja eine etwas größere Reise geplant. Und zwar geht es nach Okinawa. Okinawa ist eine etwas kleinere Insel südlich von den Hauptinseln Japans. Und das ist hier so ein bisschen so ein geheimes japanisches Tropik, mehr oder weniger. Also man sieht schon so ein bisschen, hier sind so Palmen und keine Ahnung. Und es ist hier sehr, sehr warm. Also in Kofu ist es gerade so, naja, das Wetter kratzt an der 10 Grad Grenze und hier sind es irgendwie 15 Grad oder so, gefühlt 20. Man kann hier mit T-Shirt rumlaufen, das ist total toll. Und das Ganze war ein relativ günstiges Paket mit Flug und Hotel und Mietauto und allem drum und dran. Aber dafür war es halt auch so, dass unser Flug heute früh um 6 ging und wir dann aber auch schon die ganze Nacht am Flughafen verbringen mussten, weil die Züge relativ ungünstig fahren. Und deswegen mache ich auch jetzt meine Anmoderation, weil ich bisher einfach zu müde war. Aber ich wünsche euch viel Spaß jetzt mit ein paar Okinawa-Vlogs. Yay! Nun, hier ist einfach mal ein Jidohanbaiki mit Essen. So Fleisch und so. Lustiges halt hier steht, man muss halt 130 Sekunden warten, bis das Ganze rauskommt. Und dann, während man wartet, steht halt hier unten auch immer noch mal dran, bis zum Rausnehmen sind es noch so und so viele Sekunden. Und jetzt muss ich warten, bis mein Chicken und Pommes fertig ist. So, und dann probieren wir das mal. Probieren wir mal. Ah, heiß. Dafür, dass es aus dem Automaten kommt, ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Echt? Hm. So ein bisschen Eis. Was, Eis? Vanilleeis, ja. Kann trummeln. Schmeckt ein bisschen pappig. Aber ansonsten. Ist ja nicht ganz durch. Ja, das auch. Vielleicht hätten wir nicht. Aber schon eine Kuppel ist nicht mehr gut. Ja, oder? Vielleicht hilft ein bisschen mehr Salz. Aber ich weiß gerade echt nicht, wie ich mein Hühnchen essen soll, weil das ist mega heiß. Und anfassen ist irgendwie schwierig und ich weiß nicht. Ich bin mal gespannt, wie es geschmacklich ist. Oh Gott, ist das heiß. Und? Genau, so wunderbar wie die Pommes. Im ersten Moment denkt man so, es ist voll geil gewürzt und dann ist es aber irgendwie komisch. Also mal, einmal kann man das machen. Nochmal will ich es nicht machen mit dem Automaten. Do it for the vlog. Mhm. Seht ihr da hinten das Wasser und die Küste? Wir sind jetzt am ersten Halt angekommen und zwar ist in unserem Reisepaket einmal freier Eintritt im Aquarium hier in Okinawa drin. Also das heißt Okinawa Chudaumi Aquarium, keine Ahnung wie man die Kanji von Aquarium liest. Und ja, damit fangen wir also die Okinawa Vlogs genauso an wie die Kyoto Vlogs, denn wir gehen zuerst ins Aquarium. Aquarium, verdammt, verkackt. Thank you.
Hier darf man die Seesterne anfassen. Das möchte ich machen. Alle. Alle. Den da. Hey, sind das auch Seesterne, die Dinge? Ja. Oh. Hey, warte. Er ist zu weit weg. Ja, der fühlt sich jetzt nicht besonders an, wie so ein Stein oder so. Warte, warte. Erstmal den hier. Das ist schon irgendwie lustig. Die hier? Ja. Oh Gott. Die sind so weich. Die sind voll weich. Die anderen beiden waren hart, aber die sind voll weich. Aber mitnehmen darf man sie nicht. Das Aquarium hier in Okinawa hat einfach mal das weltweit größte Aquariumfenster sozusagen. Und ich glaube, das ist ja auch so das spektakulärste und beeindruckendste. Also wenn wir das Aquarium nicht in diesem Reiseplan mit drin gehabt hätten, weiß ich nicht, ob wir unbedingt hierher gegangen wären, weil ich ja auch erst in Kyoto im Aquarium war. Aber dafür lohnt es sich, glaube ich, echt. Wir dachten jetzt eben, wir sind schon fertig mit dem Aquarium, aber auf einmal ging es dann doch noch weiter. Und was es in diesem Aquarium auch sehr, sehr viel gibt, sind so Tafeln mit Infos, wo halt sehr viel erklärt ist. Und netterweise gibt es auch vieles immer in Englisch, also ist es auch kein Problem, dass man es versteht. Eines der Dinge, die ich in Japan unbedingt machen wollte, war an den Strand zu gehen. Und ich würde sagen, damit haben wir das jetzt auch abgehakt. Au, au, au. Hier liegen irgendwie so, weiß nicht, ob man sieht, Muschel, Steine, irgendwas. Und wir testen jetzt mal, wie warm bzw. wie kalt das Wasser ist. Okay, ich weiß nicht, ob ich das wirklich tun will. Und dann habe ich nasse Füße. Aber die habe ich, glaube ich, jetzt eh schon. Und hier ist alles steinig. Okay, es ist gar nicht so schlimm wie erwartet. Also, das Wasser ist in Okinawa selbst im Februar so angenehm, dass man ohne Probleme mit den Füßen reingehen kann. Er hier sieht aus wie ein bös gewordener Nemo. Zeig mal dein Gesicht. Nee, nicht. Schneller als du. Der böse Nemo. Weg ist er. Wir sind jetzt gerade im Hotel angekommen und wie ich euch schon erzählt habe, haben wir so einen Reiseplan, wo wir halt 3 Nächte in verschiedenen Hotels drin haben. Dann dazu den Flug und das Mietauto und auch noch den Eintritt ins Aquarium. Und das war pro Person nur so 350 Euro, glaube ich. Und wir sind jetzt im ersten Hotel angekommen und ich zeige euch jetzt einfach mal dieses Zimmer ohne weiteren Kommentar vorher. Es ist einfach mal fucking riesig. Hier können gefühlt 5 Leute schlafen. Und dann das Geilste. Das Zimmer hat mehr Blick. Und der ist richtig, richtig nice. Der ist richtig nice, vor allem jetzt gerade, weil die Sonne so durchscheint. Dann, abgesehen davon, dass das Zimmer so riesig ist, haben wir halt auch Yukatas bekommen. Das finde ich sehr, sehr süß. Also Yukatas sind so eine Art einfacher Kimono, die man halt irgendwie dann so für zu Hause oder im Bad anziehen kann. Apropos Bad, ja, fangen wir erstmal mit dem Bad an. Wir haben hier auch ein Bad, was auf den ersten Blick vielleicht klein aussieht, aber für ein japanisches Bad ist das eigentlich auch mega riesig. Also vor allen Dingen auch die Badewanne. Und ich habe keine Badewanne bei mir in Kofu, deswegen bin ich darüber sehr froh. Und dann haben wir hier sogar noch eine Küche. Du musst nämlich hier einmal und hier auch. Und dann können wir die zur Seite schieben. Genau. Mega nice. Oh. Shit. Hier, guckt euch den nicen Strand an.
Strand am Hotel. Läuft bei uns. Läuft bei uns. 50 Euro. So, und das hier ist der Strand vor dem Hotel. Nochmal vom Namen. Also da ist das Hotel. Und irgendwo da ist unser Zimmer. Irgendwo im 9. Stock. Und das hier ist der Strand. Und damit beende ich den Vlog jetzt. Und dann geht's morgen weiter mit noch viel mehr von Okinawa. Okay, die gibt's aber Kumpo. Aber nicht so.